Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Loxon Explained. Das Videoformat für alle Technikfans, Loxon-Partner und alle die, die es noch werden möchten. In der heutigen Folge dreht sich alles rund um das Thema Lastmanagement. Dank der intelligenten Haus- und Gebäudeautomation von Loxon können Verbraucher intelligent bei drohender Überlast abgeworfen und wieder automatisch zugeschaltet werden. Der Haus- und Gebäudeanschluss und die dazugehörige Hauptsicherung eines Gebäudes definieren den maximalen Strom, der im Gebäude zur Verfügung steht. In Deutschland und in Österreich stehen normalerweise für eine Wohneinheit 14,5 Kilowatt zur Verfügung. In südlichen Ländern fällt der Hausanschluss oftmals um einiges geringer aus. Gerade bei Parallelbetrieb mehrerer Verbraucher mit großer Last, wie zum Beispiel einer Wallbox oder einer Sauna, ist die Kapazität des Anschlusses schnell ausgeschöpft. Somit ist es wichtig, die aktuell benötigte Leistung der im Gebäude befindlichen Verbraucher zu ermitteln und bei einer drohenden Überlastung des Hausanschlusses einzugreifen. Und genau dies macht unser neuer Baustein Lastmanager, der ab der Loxon Config Version 12.1 erhältlich ist. Der Baustein überwacht die aktuelle Last im Gebäude und schützt vor Überlastung. Bei Überschreitung der maximal zulässigen Leistung werden im Baustein zugeordnete Verbraucher nach Priorität abgeworfen und gesperrt. Voraussetzung ist, dass die Verbraucher entweder direkt über den Miniserver geschalten oder über eine unserer zahlreichen Schnittstellen angesprochen werden können. Aber bevor wir jetzt in unser Konfigurationsbeispiel einsteigen, noch kurz eine Bitte an Sie als Zuschauer. Gefallen Ihnen unsere Videoinhalte und Sie möchten in Zukunft kein Video rund um neue Software, Anwendungsbeispiele oder Produktnews mehr verpassen, dann unterstützen Sie uns und abonnieren Sie diesen YouTube-Kanal. Und selbstverständlich freuen wir uns wie immer über einen Daumen nach oben. Aber starten wir jetzt mit dem Konfigurationsbeispiel. Der neue Baustein wird gewohnt über die Taste F5 eingefügt. Beim Einfügen des Bausteins oder durch einen Doppelklick auf den Baustein wird das Fenster zur Konfiguration geöffnet. Nun können Sie die Verbraucher und deren Leistung eintragen. Der oberste Eintrag hat die höchste Priorität für den Lastabwurf. Also dieser Verbraucher wird als erstes abgeworfen und gesperrt. Reicht der Lastabwurf des ersten Verbrauchers nicht aus, werden nach und nach weitere Verbraucher von oben nach unten abgeworfen. Mein Beispiel beinhaltet zwei Boiler zur Warmwasseraufbereitung, die Ladestation eines Elektroautos und eine Sauna. Auf diese Art und Weise können bis zu 12 Verbraucher bei Bedarf intelligent abgeworfen werden. Anschließend werden die Ausgänge des Bausteins mit dem jeweiligen Verbraucher verbunden. Ein aktiver Ausgang bedeutet dabei ein gesperrter Verbraucher. Hierzu eignet sich das in der Version 12.0 der Loxon Config erschienene Feature, Bausteine zu sperren, ideal. Beispielsweise wird der Ausgang, der für den Lastabwurf der Sauna zuständig ist, mit dem R-Eingang des Sauna-Bausteins verbunden. Wird durch den Lastmanager nun die Sauna bei Überlastung abgeworfen, wird der Baustein Saunasteuerung gesperrt und in der App wird angezeigt, warum dieser Baustein und dessen Funktion aktuell nicht zur Verfügung steht. Über die Statuseingänge des Bausteins wird der Status der Verbraucher ermittelt. Die Statuseingänge werden zwar nicht zwingend benötigt, allerdings wird der Status bei Verwendung der Eingänge in der Loxon App dargestellt. Des Weiteren ermöglicht es dem Baustein, bessere Entscheidungen über die Geschwindigkeit des Lastabwurfes zu treffen. Obendrein werden Sie benachrichtigt, wenn der Verbraucher aufgrund einer Überlast abgeworfen wird. Am Eingang CP wird dem Baustein die aktuelle elektrische Gesamtleistung übergeben. Mit dem Parameter MaxP wird die maximal zulässige elektrische Gesamtleistung eingestellt. Aus diesen beiden Werten ermittelt der Baustein, ob eine Überlastung vorliegt und ein Lastabwurf notwendig ist. Zur Ermittlung der Gesamtleistung eignet sich zum Beispiel das Zählerinterface IRR oder ein Modbus-Zähler bestens. Diese beiden Geräte lassen sich gewohnt einfach und schnell in das Loxon-System integrieren. Wenn jetzt wieder genügend Leistung zur Verfügung steht, werden die Verbraucher in umgekehrter Reihenfolge wieder freigegeben. Aber Loxon wäre nicht der Spezialist für Haus- und Gebäudeautomation, wenn wir keine ansprechende Visualisierung in der Loxon-App bieten würden. In der Loxon-App wird die aktuelle Lastsituation sowie der Status der einzelnen Verbraucher ansprechend und übersichtlich dargestellt.
Dies war ein kurzer Überblick über den neuen Funktionsbaustein Lastmanager. Selbstverständlich kann der Baustein mit eigener, individueller Logik erweitert und so auf die Bedürfnisse Ihrer Kundenprojekte angepasst werden. Wie das Lastmanagement in der Praxis umgesetzt wurde und welche Vorteile daraus resultieren, erfahren Sie in unseren Blogbeiträgen. Smartes Lastmanagement im Wohnbau oder Lastmanagement im Bärenland. Beide Beiträge habe ich in der Videobeschreibung verlinkt. Sie interessieren sich für das Thema Energie bzw. Lastmanagement und möchten gerne solche Projekte beruflich umsetzen, dann informieren Sie sich doch jetzt unverbindlich über eine Partnerschaft mit Luxon. Vielen Dank fürs Einschalten, vergessen Sie nicht, unseren Kanal zu abonnieren und bis zum nächsten Mal.